At Columbia Asia Hospitals, we provide care to patients through an integrated approach. In our busy hospitals, we have about 1,000 patients coming into the hospital and about 200 are radiology referrals. I'm Dr. Harsha Chadga. I am the head of radiology department. I head the Columbia Asia Radiology Group. We are looking at expanding our MR services as patient populations are changing. We are trying to cover new indications. So what we currently need is a high image quality, even in challenging areas such as body MRI. Wenn man die Entwicklung MRT ansieht, hat man ja am Anfang nur Regionen untersucht, die sich nicht bewegt haben. Man hat sich immer mehr gewagt in Organe, die sich bewegen, bis jetzt zum Herz. Das ist die maximale Bewegung, die möglich ist. Atmung und Herzschlag. Mein Name ist Professor Rolf Janker. Ich bin der Leiter der MR- und Computertomographie Uni Erlangen. In Deutschland gibt es sehr viele MR-Scanner und der Patient hat oft die freie Auswahl, wo gehe ich hin. Und im Zweifelsfall wird der Patient dahin gehen, wo er den besseren Komfort spürt. Definitely the patient's comfort is going to have an important role on the diagnostic quality of the images. If the patient is not comfortable, we will end up repeating the scan 2 or 3 times, and in turn that would increase the scan duration. Well, we not only need to improve the clinical results, but also make the system more efficient. Man muss die Geräte derart optimieren, die Software so optimieren, dass auch komplexe Untersuchungen, die nicht häufig vorkommen, einen guten Standard bekommen. Und wenn man es schafft, die Kosten in dieser Zeit zu reduzieren, zum Beispiel durch Standby-Möglichkeiten nachts am Wochenende, würde das erheblich an Kosten sparen. Yes, the technologies are improving and definitely the running costs of these equipments are bound to come down with improving technology. I cannot power off my MRI. So how can I keep my power consumption low? Und deswegen muss die Balance zwischen Kosten und Innovation stimmen. Und wenn wir argumentieren können, mit Innovation sind wir besser, aber gleichzeitig vielleicht der Patienten-Output, haben wir gute Argumente, diese Innovationen einkaufen zu können. Well, if you tell me that you can help me reduce my power consumption, provide innovative free breathing techniques and standardized protocols, and even further reduce noise in MRI, that would be a great combination.